unser Sound. Ich schlaf ein, ich wach auf. Neulich kam eine Firma auf mich zu, und zwar die Firma Dehancer, und die haben gefragt, ob ich Bock habe, ihr Plugin zu testen. Eine Filmemulation. Das heißt, die haben echte analoge Filme analysiert und gescannt und so weiter. Und aus diesem Material haben die ein Plugin entwickelt für verschiedene Software, für DaVinci Resolve, Premiere, Capture One, Photoshop, und es gibt sogar eine iOS-App. Und diese App sorgt dafür, dass ihr ganz spezifische Filmlooks bekommt. Nicht einfach nur, was ungefähr so aussieht, sondern schon anhand des Originalmaterials. Also es ist schon richtig geil gemacht, muss man sagen. Ja. Disclaimer, die haben zu mir gesagt, ich soll diese Software testen oder ich darf sie testen. Aber ihnen ist ganz wichtig, dass ich meine ehrliche Meinung sage und jetzt nicht irgendwie künstlich besonders positiv bin oder so. Und das werde ich machen. Meine ehrliche Meinung, wenn ihr dieses Video seht, ohne dass da irgendwie beschönigt wird oder so. Und es kam jetzt zu einem echt guten Zeitpunkt, weil erstens habe ich Bock, von Premiere auf DaVinci Resolve zu wechseln. Habe ich jetzt gemacht. Deswegen habe ich mir dieses Plugin geholt für DaVinci Resolve. Zweitens habe ich gerade ein Musikvideo gedreht und für dieses Musikvideo wollte ich genau diesen Look haben. Ich wollte so einen analogen Filmlook haben. Also diesen Look. Das ist jetzt schwierig. Es gibt unendliche Presets, die man auch noch super stark individualisieren kann, aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Also ich wollte so einen analogen Filmlook für dieses Video, weil das spielt in einem Kino. Es ist ein Musikvideo, es darf ein bisschen kreativer sein als jetzt ein Corporate-Video. Also hatte ich dieses neue Plugin für diese neue Software, von der ich keine Ahnung hatte. Und das Ganze konnte ich jetzt auch wirklich ausprobieren, so hands-on. Und das ist einfach mein Erfahrungsbericht dazu. Also, viel Spaß. Snakes, komm vorbei. Ich sag nicht, was ich weiß. Ich talk nur mit meinem Mic für mein Homie. Ja, mein Background ist ja Werbung, Post-Production und so weiter. Deswegen bin ich, was so Farbthemen angeht und so Presets und so weiter, bin ich immer super kritisch und auch eher skeptisch, sag ich mal. Ich war nie ein Fan von irgendwelchen LUTs oder so. Das ist immer so ein bisschen ein billiger Trick. Also warum muss ich mir irgendeinen LUT holen, wenn ich das einfach richtig geil einstellen kann? In dem Fall muss ich sagen, ist es ein bisschen was anderes, weil die eben auf diesen echten Filmmaterial basieren. Also die auf diesen echten, ja, Film halt, also Filmstock. Das so einzustellen, manuell, weiß ich nicht, ob das so geht. Und vor allem auch so diese ganzen Sachen wie Filmkorn und so weiter. Das sieht halt einfach super echt aus. Also richtig schön gemacht, ne? Ich habe ewig rumprobiert und ewig eingestellt. Man hat sehr viele Möglichkeiten, jeden Filmstock dann auch nochmal individuell anzupassen und so weiter. Die Art und Weise des Grains, die Größe, die Menge, ob es monochrom ist oder mehrfarbig und so weiter. Also man kann wirklich alles super stark individualisieren. Es ist einfach ein mega geiles Tool und ich bin froh, dass ich das für dieses Video verwenden kann, weil es einfach genau mein Ding ist. So. Ich habe mir vorher auch andere Testvideos angeschaut, was andere so dazu sagen, also was sie positiv und was sie negativ finden und ob mir das auch auffällt oder ob ich da auch Probleme habe oder was auch besonders gut funktioniert und so weiter. Und deswegen möchte ich einfach mal ein paar Sachen sagen, wo ich sage, okay, das funktioniert besonders gut und das würde ich noch ändern oder halt verbessern oder was auch immer oder funktioniert einfach nicht so gut. Erstmal zu den Sachen, die mir besonders gut gefallen. Also diese Filmlooks sehen Hammer aus. Man hat super viele davon. Also das wird auch ständig geupdatet. Auch bei der iOS-App ist es auch so, dass ich jetzt in letzter Zeit immer wieder Updates hatte, wo neue Filmstocks dazukamen. Und auch bei dem Plugin am Rechner, bei DaVinci Resolve, gab es auch immer wieder Updates. Und es gibt super viel Material. Es würde eigentlich eh schon reichen, aber es wird da ständig geupdatet. Hammer. Man kann es sehr gut einstellen. Sehr individuell. Das gefällt mir auch sehr gut. Von dem her, das sind ja auch so die wichtigsten Sachen eigentlich. Ist es gut zu bedienen? Ja. Sieht es gut aus? Ja. Also was will man eigentlich mehr? So, jetzt ein paar negative Sachen. Und da habe ich eigentlich hauptsächlich zwei. Bei zweieinhalb. Sagen wir mal zweieinhalb. Die sind aber, naja, okay, ihr werdet gleich sehen. Also, ich finde es ein bisschen umständlich und das wäre ganz cool, wenn man das ändern könnte, wenn man diese Presets ausprobiert und auswählt, dass man da immer wieder dieses Dropdown-Menü aufmachen muss, draufklicken muss, auswählt und dann. Das ist so ein langsamer Prozess. Es wäre cool, wenn man durchklicken könnte, ohne dass man immer dieses Dropdown-Menü aufmachen könnte. Aber das ist jetzt, also, was ist das für eine Kritik, ja. Das sind so Feinheiten, ja. Ich finde halt, es wäre so ein bisschen weniger umständlich, wenn man halt einfach so durchswitchen könnte, ohne jetzt da immer dieses Menü aufzumachen. Dann habe ich ein paar Mal gesehen in Videos, dass kritisiert wurde, wenn man all diese Sachen aktiviert hat, weil da kann man ja wirklich alles einzeln machen. Also du wählst den Filmlook aus, du wählst die Halation aus, du Grain, Filmbloom,
Gatewave, also alles Mögliche, was man halt so einstellen will. Und dann, wenn man die Vorschau abspielt, dass es dann so ein bisschen ruckelt, weil das halt so viel zu berechnen ist. Also, dass die Software relativ hardwarehungrig ist. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel dazu sagen, weil mein Rechner relativ stark ist. Also hatte ich damit gar keine Probleme. Zur Orientierung, ich arbeite an einem Mac Studio mit einem M2 Max Prozessor und 64 GB Arbeitsspeicher. Also von dem her, bei mir lief es halt flüssig, so sage ich jetzt mal. Ne? Und was, glaube ich, der negativste Punkt ist, wenn man das so sehen will, wäre der Preis. Es ist relativ teuer. Ich bin ein Fan davon, wenn man sich eine Software kauft, dass man sich die einmal kauft und dass man die hat. Ist ja leider ein Trend, der immer weniger wird, aber die bieten das an. Für einen saftigen Preis finde ich zwar, wenn du dir überlegst, dass das eine Software ist, mit der du arbeitest, mit der du Geld verdienst, dann ist es immer was anderes, finde ich. Also Profi-Equipment kostet ja auch mehr, aber wenn man dann überlegt, ja, das ist ja nicht nur ein Hobby, sondern ich verdiene damit auch Geld, dann ist es wieder okay. Und so sehe ich das halt in so einem Plugin auch. Und ich denke mir, geil, ich kaufe mir das einmal und dann habe ich das. Und weil das natürlich auch eine Kooperation ist mit Dehancer, wie gesagt, ist es wirklich meine Meinung, ohne jetzt irgendwie das zu beschönigen, könnt ihr aber trotzdem 10% Rabatt haben, wenn ihr den Code Sarkowski10 verwendet beim Kaufen. Eben, dann bekommt ihr 10%. Würde ich es mir holen? Ich glaube, ich wäre am Anfang skeptisch, weil der Preis relativ hoch ist. Jetzt, wo ich es aber eine Zeit lang benutzt habe, muss ich sagen, bin ich schon sehr froh und ich finde es geil. Und also ich habe das auch schon empfohlen, weil ich das einfach wirklich gut finde. Das ist wirklich ein super guter Film-Emulator, muss man einfach sagen. Sowas habe ich in der Form noch nicht gesehen. Genau, und dann gibt es noch die iOS-App. Und da war ich am Anfang auch ein bisschen skeptisch, weil ich mir dachte, ja gut, es gibt ja so viele Apps, die irgendwelche Looks drauf machen und so. Aber auch da, wenn man die benutzt, merkt man, das hat halt irgendwie alles Hand und Fuß. Das ist nicht einfach nur irgendein Filter oder so, sondern man geht da rein, wählt den Film aus, den es emulieren soll. Auch da gibt es ja, wie gesagt, immer wieder Updates. Und dann kann man den Film auch noch richtig gut anpassen, individualisieren und so weiter. Und das habe ich in der Form und in der Ausführlichkeit so eben noch nie gesehen. Und ich muss sagen, in Zeiten von Social Media, wo es super wichtig ist, irgendwie schön Content zu kreieren, ist es halt einfach geil. Ja, ich habe das jetzt immer wieder benutzt für Stories und für Fotos und so, auch so Behind-the-Scenes und Making-of-Sachen vom Shooting. Es sieht sehr schnell sehr geil aus, ohne jetzt ewig lang irgendwas machen zu müssen, und dafür ist es schon auch sehr gut. Auch da wäre meine Kritik eher, dass die App relativ teuer ist. Auch da müsste man sagen, es ist halt nichts für jemanden, der mal Foto postet oder so, aber für jeden, bei dem Social Media ein wichtiger Teil der Arbeit ist, also alle Kreativen eigentlich oder vielleicht Content Creator oder Agenturen oder sonst irgendwas, für die würde ich sagen, lohnt sich das schon. Die App kostet, glaube ich, aktuell 99 Euro im Jahr. Auch da kriegst du permanent Updates und so. Also ich benutze es ständig jetzt und finde es auch geil, ja. Also zum Fazit, am Anfang war ich sehr skeptisch, eben durch meinen Background in der Werbung und Post-Production und so weiter. Ich mag keine Plugins, vor allem keine, die Farben verändern. Aber das hat sich geändert. Das muss ich schon sagen. Das ist ein echt geiles Tool, was ich auf jeden Fall viel benutzen werde. Wo ich es auf jeden Fall bedenkenlos empfehlen kann, ist im Profibereich. Also überall, wo Geld verdient wird mit Videocontent oder Fotocontent, da kann ich es empfehlen. Für alle Hobbyisten, da würde ich eher sagen, weiß nicht, ob sich das lohnt, weil es dann doch ein bisschen teuer ist und so, das müsst ihr dann wissen. Das ist halt die Frage, wie viel Kohle habt ihr, wie viel Geld wollt ihr für euer Hobby ausgeben und so. Aber wenn ihr so auf diesen analogen Filmlook steht, dann kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Hier mal ein kleiner Einblick eben, wie dieses Plugin auch gut in meinem Workflow funktioniert. Also ich habe für dieses Musikvideo ein Moodboard erstellt und habe dafür bei ShotDeck Bilder zusammengestellt aus Filmen und Videos, die ich geil fand, also Einstellungen. Kameraeinstellungen, Looks und so weiter. Und bei ShotDeck steht oft dabei, welche Kamera verwendet wurde, Objektiv und so weiter, und auch welches Filmmaterial benutzt wurde. Also jetzt zum Beispiel Kodak Vision D50. Also so dieses Filmmaterial, mit, wenn es analog gefilmt wurde. Und dann habe ich eben nach diesem Filmmaterial Bilder gesucht bei ShotDeck, die diesen Look haben und das, was ich geil fand. Und dann habe ich gesehen, dass es bei Dehancer dieses Material auch gibt als Preset. Wie geil. Und dann habe ich eben dieses Kodak Vision Preset genommen, weil ich diesen Look eben geil fand. Und so geht es halt Hand in Hand irgendwie. Ja, keine Ahnung, ob man das so nachvollziehen kann, warum mich das so freut, aber ich finde es halt einfach geil. Und diese Qualität ist halt einfach auch super. Von dem her meine Empfehlung. Ich habe es jetzt, glaube ich, schon oft genug gesagt. Also wie gesagt, ich bin kein Pro in DaVinci, aber ich habe jetzt so
ich sage jetzt mal, die Grundlagen habe ich schon verstanden. So benutze ich das halt jetzt eben. Ich baue mir meinen Tree so auf als Ausgangsmaterial, stelle es dann so neutral ein, aber dass der Weißabgleich passt, dass die Belichtung passt und so weiter. Dann am Schluss kommt dieser Filmlook drauf von Dehancer und da passe ich den auch nochmal speziell an, damit es halt einfach passt. Ich klatsche den nicht einfach nur drauf, sondern ich passe es dann schon noch an, dass die Lichter passen, dass der Farbton passt und so. Oder manchmal sind mir auch gewisse Farben dann zu stark gewesen, dann habe ich ein bisschen Blau rausgenommen und so weiter und so fort. Und am Ende ist eben dieser Filmlook entstanden für jede Szene, für jedes Set, ob es jetzt im Kino drin ist, ist ein bisschen anders eingestellt als eben im Foyer oder unten in den Toiletten. Das habe ich dann immer individuell angepasst. Ja. Sagt mir gerne, was ihr davon haltet. Eben mit dem Rabattcode Sarkowski10 bekommt ihr 10%. Ja, macht es einfach abhängig davon, ob euch das wirklich interessiert und ob sich das lohnt für euch. Das müsst ihr am Ende müsst ihr das selbst entscheiden, ob sich das für euch lohnt. Das kann ich nicht entscheiden. Für mich lohnt sich's auf jeden Fall und ich find's geil. Von dem her, wenn euch solcher Content gefällt, dann abonniert mich, folgt mir überall, wo es geht und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Ich werde nächstes Mal ein Video machen, das ein bisschen was anderes ist. Aber was, sage ich vielleicht noch nicht. Es geht um eine analoge Filmkamera, so viel kann ich sagen. Und wie man diese analoge Filmkamera in die Gegenwart holt und damit Sachen macht, die man eigentlich nur mit digitalen Kameras macht. So viel sage ich. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.